Das ist unsere Jeans. Wie schon gesagt, haben wir ewig an der gearbeitet. Wir haben so viele unterschiedliche Enzyme und Waschungen verwendet, bis wir endlich den finalen Look hatten. Ich blende euch hier jetzt mal ein Video ein. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, endlich ist es soweit. Ein Jahr lang hat es gedauert, von der Idee bis heute zum fertigen Produkt, bis ich euch endlich die Designs der neuen Kollektion M&M Erotika vorstellen kann. Gut Ding braucht Weile. Wir haben teilweise Produkte dabei, die weltweit Unikate sind. Das hat dementsprechend eine lange Produktentwicklung benötigt. Allein für die Jeans, die rauskommt, haben wir ein halbes Jahr lang gebraucht, um die richtige Waschung mit den richtigen Enzymen und der richtigen Struktur zusammenzubringen. Deswegen bin ich happy, dass wir uns heute gemeinsam die Designs anschauen können. Bevor wir aber loslegen, ganz, ganz wichtig, übermorgen. Das heißt, am Freitag, den 22. Oktober, ist von 19 bis 20 Uhr die Homepage und der Store memvienna.com für euch zum Pre-Drop eröffnet. Das heißt, ihr könnt für eine Stunde vorbestellen. Ihr habt keinen Stress, dass ihr irgendwelche Produkte dann zum offiziellen Release am 19. November nicht bekommt, sondern ihr könnt euch aussuchen, was ihr möchtet und erhaltet diese Produkte sogar noch eine Woche vor offiziellen Release. Das heißt, während Trailer und alles andere rauskommt, habt ihr die Produkte dann schon zu Hause. Das nutzen immer sehr, sehr viele von euch, die schon Vertrauen in M&M gesetzt haben. Und auch hier habt ihr die Möglichkeit, das zu nutzen. Vorab, Freunde, die Stoffe sind nochmal eine Ecke drüber. Also noch besser, als ihr das gewohnt seid von den vorherigen Kollektionen. Bio-Baumwolle wurde verwendet. Die Stoffe sind ganz, ganz dick. Bei den Shirts 300 GSM, sehr, sehr schwer. Und auch bei den Hoodies nochmal eine Scheibe drüber mit 500 GSM. Wie ihr wisst und wie man es natürlich auch immer wieder im Feedback liest, einmal M&M-Kunde, immer M&M-Kunde. Wir haben die allerbeste Qualität im Game. Das ist jedem bewusst, der sich mit der Materie beschäftigt hat. Unsere Produkte werden in Portugal in denselben Städten wie Balenciaga, Jacquemus, Balmain und weitere Luxusmarken gehalten. Das heißt, es handelt sich hier um High Fashion und dementsprechend sind die Preise verglichen mit anderen Streetstyle-Marken etwas höherpreisig, aber dafür erhält man um einiges mehr vorne. Und ich weiß, das wird wieder einige aufregen, aber das ist nun mal die Wahrheit und das ist Fakt. Und wer es nicht wahrhaben möchte, der kann sich weiter zu Hause ärgern. Vor den Schnitten her sind wir ähnlich geblieben bei den letzten Kollektionen. Wir sind unten nochmal 1 cm nach oben gegangen. Allerdings kein Bauchleiberl oder cropped oder ganz cropped oder sonstiges, sondern ein schöner, ordentlicher Schnitt, so wie das von den anderen Kollektionen noch gewohnt seid. Nur ein bisschen verfeinert. Genauso wie der Kragen, den haben wir nochmal um einiges dicker gemacht. Hinten die Naht nochmal nachgebessert. Das heißt, ihr könnt euch bewegen, schütteln, wie ihr wollt. Das Shirt wird in Form bleiben. Das zu den Stoffen, aber jetzt direkt zur Kollektion und ich darf euch entführen in das Burlesque-Studio von M&M Erotik. Ja, Burlesque ist das richtige Stichwort, es ist nämlich eins der zwei großen Einflüsse in dieser Kollektion. Zum einen die Burlesque-Szene aus dem 20. Jahrhundert, das heißt mehr der Anspruch einer ästhetischen Frau und weniger Richtung, naja, was soll ich sagen, Prostitution, Puff oder sonstiges, sondern wirklich die schön weiblich verkörperte Art, wie wir sie in den Burlesque-Tanz von früher noch kennen und zum anderen aber die 2000er Club-Szene mit vielen Dingen, die auch teilweise ein bisschen autobiografisch sind. Zwei sehr konträre Themen, da eine Brücke zu schaffen, war uns ein Anliegen und ich denke, das merkt man auch bei den Designs. Freunde, das zu den Einflüssen von M&M Erotika. Wir haben unterschiedlichste Produkte. Wir haben 4 verschiedene Shirts, 2 verschiedene Hoodies, 2 verschiedene Hosen, eine Cap, einen Buckethead und einen Nageljack für Männer. Ich werde aber heute nicht alle Produkte vorstellen, sondern nur die Produkte, die auch tatsächlich dann am Freitag von 19 bis 20 Uhr für euch erhältlich sind. Der Rest wird erst beim offiziellen Release erhältlich sein. Beginnen wir mit den Shirts. Das erste Shirt ist das, was ich hier trage. Das ist das M&M VIE Girls Shirt. Wir haben hier M&M VIE in solchen Hollywood Signs dargestellt. Also M&M VIE steht für M&M Vienna logischerweise, die hier nochmal verfeinert wurden mit Frauen aus der damaligen Zeit. Relativ kurvig gehalten, aber bekleidet. Ja, also hier, mit dem kannst du auch ins Altersheim gehen. Ich glaube, die werden trotzdem relativ geschreckt sein, aber es geht sich gerade noch aus. Hinten haben wir dann nochmal ein Backprinting, das in der Verbindung steht mit den davor gezeigten Girls. Man kann hier hinten lesen, Call Us On, mit einer natürlich frei erfundenen Nummer. Ich weiß nicht, warum da ein paar von euch gemeint haben, sie haben da angerufen und jetzt hat sich die Polizeistation Praterstern gemeldet. Keine Ahnung, ich glaube, das, wir haben die Nummer sicherheitshalber nochmal zensiert. Das ist leicht verpixelt, wie man da gut erkennen kann. Ist, glaube ich, auch geschichtlich ein Zufall, dass damals, ja, der Strich am Prater war und heute ist die Polizei da. Und vorne haben wir die Nippel nochmal abgedeckt mit Sternen, sehe ich da gerade.
Das erinnert mich sehr an die Sterne, die man bei den Polizisten auf den Dienstgraden erkennen kann. Keine Ahnung, ich glaube, das ist einfach nur Zufall. Das zu dem ersten Shirt, wir gehen direkt zum zweiten. Wir haben hier ein schwarzes Shirt mit der klassischen MM-Erotika-Aufschrift. Erotika kann man hier auch lesen, das O wurde ausgetauscht gegen einen Kussmund. Keine Ahnung, manche von euch erkennen da was anders. Für mich ist das eindeutig ein Kussmund, der hier als O fungiert. Und drunter haben wir nochmal MEM VAI stehen. Man kann sich natürlich denken, woher diese Einflüsse kommen. Ich war absolut begeistert von dem Gucci Sexiness Shirt. Das hat hier so ein bisschen seinen Einfluss gefunden. Ich rede da ganz offen über Einflüsse, weil ich das einfach wichtig finde, dass man weiß, wo was herkommt. Nicht umsonst wird man gefragt, woran man sich inspiriert. Und sehr, sehr schön, dieses Rosa auf diesen Schwarz gehalten, auch ein Shirt, das ich ab und an gerne trage. Vieles habe ich ja schon in meiner Instagram-Story geleakt. Wir schauen weiter zum nächsten Shirt, Freunde, und das ist ein Shirt in beige gehalten. Wir haben hier eine Frau verwendet, die so ein bisschen an diese klassischen Metallschilder erinnert, die man vielleicht noch immer wieder auf den verstaubten Kellern der Großeltern findet. Sehr, sehr ästhetisch mit der Zigarette. Früher wurde ja viel geraucht. Und der Farbton war für mich so in der Überlegung, wie sieht ein weißes Shirt aus, wenn man es 50 Jahre lang in einem Raucherlokal aufhängt. Und dazu nochmal passend, das Printing relativ verwaschen, schon leicht angebeizt über die lange Zeit und dann nochmal hier mit diversen Einschnitten, die aber eher minimal und zurückhaltend sind, um das ganze Produkt nochmal so ein bisschen abzurunden. Mit hier ein paar Einschnitten sowie used einfach das Ganze. Ein Shirt, was mir absolut gut gefällt, was ich auch in letzter Zeit sehr oft getragen habe. Dieses fast schon Zippo-artige Design dann nochmal verfeinert mit einer Martini-Schrift. Also das war hier der Einfluss, die Einflussgebung, und das im Ganzen funktioniert für mich einfach von vorne bis hinten. Ein Shirt, das mir sehr, sehr gut gefällt. Freunde, ich würde sagen, wir starten gleich direkt zum nächsten Shirt. Es ist ein weißes Shirt, das letzte Shirt in der Runde, und wir haben hier das M&M Premiere Shirt. Ich habe schon gesagt, vieles ist leicht autobiografisch. Das ist, ja, ist ein fiktiver After-Hour-Club mit fiktiven Erlebnissen, die da verarbeitet werden. Wir haben hinten nochmal ein kleines Backprinting, auf das ich jetzt nicht sonderlich eingehen möchte. Werden dann manche von euch sehen, wenn sie es bestellen. Das ist, by the way, unser teuerstes Shirt. Es ist auch unser limitiertestes Shirt. Es gibt nur eine ganz geringe Stückzahl. Also wer sich da drüber trauen möchte, auch bei der Vorbestellung, etwas schneller sein. Das Shirt wird im Gegensatz zu den anderen nochmal etwas teurer sein, das werdet ihr dann natürlich auch sehen. Zu den Preisen ähnlich gehalten wie bei den letzten Kollektionen, nur 10 Euro teurer, weil wir jetzt auch mehr Mitarbeiter haben, weil einiges mehr zu stemmen ist. Das sind die Shirts, die kommen bei M&M Erotika. Kommen wir zum ersten Kurzarmhemd ever bei M&M, und ich bin unfassbar begeistert von dem Hemd, das wir hier herausgebracht haben. Wir haben hier einen dünnen Neoprenstoff verwendet, der unfassbar gut am Körper anliegt, der immer perfekt die Position einhält. Wir haben an dem Schnitt lange herumgetüftelt, das Ganze nochmal verfeinert mit einer Metallaufschrift auf der Brusttasche. M&M ist hier zu lesen, und einem zurückhaltenden, fast schon ausgebleichten Printing, das hier eine Frau mit Totenkopf und einer Rose zeigt. Also ich bin vom Fit, und auch ihr seid vom Fit, absolut begeistert. Ich habe das auch schon mal in der Story geleakt, und wie ich weiß, warten da einige darauf. Das ist das Kurzarmhemd, wie gesagt, in einem Neoprenstoff, unfassbar angenehm am Körper. Freunde, das zum Hemd. Wir kommen zum nächsten Produkt dieser Kollektion, und das ist unser Zip-Hoodie, und der ist richtig gut gelungen. Wir haben einen sehr, sehr dicken Stoff verwendet, der unfassbar gut anliegend ist. Ich glaube, ich habe schon gesagt, alle Stoffe sind aus Bio-Baumwolle. Wir schauen auch auf die Nachhaltigkeit. Wir haben hier aber auch einen Double-Zip verwendet. Ich werde das Produkt jetzt herzeigen. Eins der Produkte, die ich herzeige, ansonsten nur die Designs, Freunde. Ich will den ganzen Spannungsbogen noch etwas aufrechterhalten, auch wenn ich ein paar Dinge schon zu Hause habe. Bis zum offiziellen Release, da wird dann alles nochmal vorgestellt. Aber das Produkt zeige ich. Den Hoodie habe ich hier, wie man auch schon gut erkennen kann, sind diesmal alle Neck-Labels in einem rosa Ton gehalten. Wir haben wieder den klassischen M&M Hangtag verwendet, allerdings diesmal mit Double Zip. Das heißt, auch hier unten sieht man sowas in die Art Dosenöffner-mäßiges. Da haben wir die Clubszene wieder drin und hier auch die Symbiose aus beiden Einflüssen. Zum einen 2000er Clubszene in so einem Pufferprint und hier nochmal ein weißer Stoff, der mit einem Stick verfeinert wurde, so dass dieser Stoff nur durch diesen Stick gehalten wird. Ein Hoodie, der mir absolut gut gefällt. Allein das Fitting ist Wahnsinn. Der Zip, den haben wir nochmal verbessert. Der geht locker mit einer Hand auf und wieder zu. Unfassbar gut gelungen. Der Fit passt, der Stoff fühlt sich super an. Wir haben hier nichts distressed, sondern haben hier auf der Kapuze nochmal einen feinen M&M-Stick in rosa gemacht. Und den kann man hier verstellen, wie man möchte. Das heißt, man kann es locker und offen tragen in beide Richtungen. Also jeder so, wie er möchte, kann sich das einstellen. Double Zip, eine Sache, die mir hier einfach wichtig war. Und dieses Feine dann nochmal mit dem Dosenöffner.
ist für mich einfach ein Einfluss, der von vorne bis hinten passt. Vom Fit bin ich begeistert, Stoff ist angenehm, sehr, sehr schwer, auf jeden Fall auch eins meiner absoluten Lieblingsprodukte. Kommen wir zum nächsten Hoodie und auch zum letzten Hoodie aus dieser Kollektion. Diesmal, wie gesagt, rosa, ein Farbton, der sich immer wieder durchzieht, haben wir hier auf einem rosa, sehr, sehr flashiges Rosa, eine Burlesque-Dame, erkennt man an diesem klassischen Federhut, dessen schwarzer Siebdruck von dem Kleid sich nochmal in der Brusttasche wiederfindet. Dann nochmal einen, soll so ein bisschen an einen Lippenstift erinnern, der auf einem Spiegel gezeichnet wurde, nochmal ein Print draufgesetzt. Für alle Russen unter euch, die Kyrillisch kennen, wissen dann, was da draufsteht. Ist vom Fit her ähnlich wie der Zip-Hoodie, den ich gerade getragen habe. Und sehr, sehr auffällig, extravagant. Bin absolut begeistert, auch hier hinten wieder mit einem klassischen M&M-Stick auf der Kapuze. Freue mich schon sehr drauf. Habe ich hinten auch schon hängen, ich bin absolut happy damit. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir quatschen nicht länger rum, wir kommen zum vorletzten Produkt und das ist die M&M Cap, eine Trucker Cap, wie auch hier schon zu sehen. Wir haben eine rote Trucker Cap mit einem Stitching verfeinert. Zum einen haben wir vorne so ein sexy Joker Girl verarbeitet und auf der Seite Street Style. Wir brechen hier die Gender nicht nur mit der Thematik von M&M Erotica, sondern natürlich auch mit den Schnitten. Es ist alles Unisex, das heißt XS bis XXL wieder, kann jeder bestellen, ohne hier nochmal irgendeinem Geschlecht, irgendeine Art und Weise vorzugeben, wie man sich kleiden soll. Und das soll auch dieses Symbol aus den unterschiedlichen Geschlechtszeichen hier nochmal mit aufgreifen. Hinten haben wir dann noch ein Stitching mit einem klassischen M&M-Logo und auf der Seite, das ist für mich auch so ein bisschen dieser Maschendraht, der beide Seiten miteinander verbindet. Das Erotische, aber auch diese 2000er Clubszene. Der Maschendraht findet sich auch in den Produkten wieder, die ihr erst dann mit dem offiziellen Release bestellen könnt. Das wird zum einen eine Lederhose sein, wo sich der Maschendraht wiederfindet, aber auch ein Stonewashed Buckethead, wo auch ein Maschendraht verarbeitet wurde in einem Leder. Kommen wir zum allerletzten Produkt und so ein bisschen zum Sorgenkind vor der Kollektion. Ist auch eins der Gründe, warum die Kollektion sich so lange verschoben hat. Das ist unsere Jeans. Wie schon gesagt, haben wir ewig an der gearbeitet. Wir haben so viele unterschiedliche Enzyme und Waschungen verwendet, bis wir endlich den finalen Look hatten. Ich blende euch hier jetzt mal ein Video ein. Wir haben eine ganz extravagante Waschung, die so ein bisschen glänzt, die schimmert, die auch vom Fit her sehr, sehr baggy gehalten ist. Ich bin so begeistert von dem Ding. Gut Ding braucht Weile und ich bin froh, dass wir so lange gewartet haben, weil diese Hose kommt auch bei euch immens gut an. Ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen. Auch diese Hose könnt ihr dann beim Pre-Drop bestellen mit den klassischen Bundbreiten Größen. Das heißt, habt ihr jetzt Größe 33 in Levi's, so wie ich, dann habt ihr auch bei dieser Hose Größe 33. Das heißt, einfach mit der Größe gehen, die ihr normalerweise bestellt. Ich bin so happy mit der Jeans und ist auch das letzte Produkt in unserer Bandbreite. Ganz, ganz wichtig, Freunde, nicht vergessen, übermorgen 19 bis 20 Uhr die Möglichkeit vorzubestellen und euer Produkt noch vor dem offiziellen Release zu bekommen. Ich freue mich schon unfassbar drauf. Bitte lasst mir unbedingt euer Feedback da. Mich würde interessieren, wie die Kollektion bei euch ankommt. Das war die Kollektion, an der ich am meisten gearbeitet habe, wo ich am meisten Tränen verweint habe gefühlt, weil so viele Frustrationen da waren. Deswegen bin ich jetzt happy, dass es endlich geschafft ist und ich freue mich schon unfassbar, wenn es dann bei euch zu Hause ankommt. Übrigens, was die Verpackung betrifft, Freunde, natürlich gibt es da auch wieder was ganz Besonderes. Ich will aber dazu auch noch nichts verraten. Ich habe auch ein Produkt noch vergessen. Es kommt noch ein Nagellack für Männer raus und zwar der Lack of Confidence. Ja, wer ihn trägt, hat Confidence, Lack of Confidence und wer nicht trägt, Lack of Confidence. Eines der letzten Produkte, die dann noch kommt, ebenfalls dann beim offiziellen Release erhältlich. Und auch viele von euch waren begeistert von den Hangtags, die wir verwendet haben. Vorhin ein klassisches M&M-Sign in Rose gehalten und hinten dann, ja, ein Safari-Screenshot. Mehr brauche ich, glaube ich, dazu nicht sagen. Freunde, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid am Start. Schreibt mir, wie gesagt, gerne eure Meinung zur Kollektion rund in die Kommentare. Ich bin natürlich auch gespannt, wie es bei euch ankommt. In diesem Sinne, ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann am Freitag wieder. Und ich hoffe, ihr seid am Start. Das war's von mir, euer Meine.